In der oberen Werkzeugleiste finden Sie folgende Funktionen, die über die Icons aktivierbar sind. Mit dem Disketten-Icon können Sie Ihren Plan speichern. Über das Import-Icon können Sie den Import von DXF, DWG und PDF-Dateien starten. Details hierzu finden Sie im Import-Tutorial. Das Export-Icon können Sie verwenden, um Ihren Plan als PNG, JPEG oder PDF-Datei zu exportieren. Das Schließen-Icon können Sie benutzen, wenn Sie die Bearbeitung Ihres Plans abgeschlossen haben und diesen schließen möchten. Über das Drucker-Icon können Sie den Druckvorgang Ihres Plans starten. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Ausrichtung und das Format des Papiers auswählen können. In der Druckvorschau können Sie jetzt den zu druckenden Bereich festlegen. Nachdem Sie den Button zum Druckspeichern geklickt haben, erzeugt das System im Hintergrund ein PDF, das dann automatisch heruntergeladen wird und das Sie im Anschluss ausdrucken können. Mit den Zoom-Icons können Sie den Plan heran- und wieder wegzoomen. Über das Lineal-Icon können Sie sich ein Lineal einblenden und dies als Unterstützung zum Zeichnen verwenden. Mit dem Layer-Icon können Sie sich im Zusatzfenster alle hinterlegten Layer anzeigen lassen und dort deren Reihenfolge verändern. Dazu halten Sie einfach den gewünschten Layer mit der linken Maustaste gedrückt und ziehen ihn an die Stelle, in der er in der Reihenfolge sein soll. Bitte beachten Sie, je weiter ein Layer in der Reihenfolge oben liegt, umso mehr liegt er im Vordergrund. Sie sehen im Hintergrund ein Raster. Dies soll Sie beim Erstellen und Bearbeiten Ihrer Flucht- und Rettungspläne unterstützen. Sie können das Raster anpassen. Dazu können Sie auf das Raster-Einstellungs-Icon klicken. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Raster für Sie passend einstellen können. Wenn Sie ein Objekt kopieren möchten, können Sie dies mit dem Kopier-Icon tun. Sollten Sie ein Objekt entfernen wollen, können Sie dazu das Mülltonnen-Icon nutzen. Über den Button Bearbeitungsmodus starten, starten Sie den Bearbeitungsmodus. Bevor Sie diesen starten, können Sie sich den zu bearbeitenden Bereich über das Scrollrad der Maus größer oder kleiner ziehen. Den ganzen Plan können Sie mit gedrückter rechter Maustaste so verschieben, dass der Bereich, den Sie bearbeiten wollen, in Ihrem Sichtfeld liegt. Über den Button Bearbeitungsmodus beenden, beenden Sie den Bearbeitungsmodus und kehren in den Ansichtsmodus zurück. Bitte führen Sie alle Arbeiten und auch das Drucken des Plans im Bearbeitungsmodus aus. Der Ansichtsmodus dient lediglich zur Orientierung und ist für das stabile Laufen der Online-Software nötig. Noch ein Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bestimmte Funktionen nur im Bearbeitungsmodus genutzt werden können und andersherum. Zum Beispiel können Layer nur im Ansichtsmodus gelöscht werden. Zu den Icons in der linken Werkzeugleiste und deren Funktionalität gibt es gesonderte Tutorials. Deswegen werde ich sie jetzt nur kurz nennen. Auswahl-Icon für Auswahl und Bearbeitung von Objekten. Wand-Icon zum Erstellen von Wänden. Füllfarben-Icon für Flucht- und Rettungswege. Pfeil-Icon für Zufahrten, Gruppieren-Icon zum Gruppieren von Objekten, Anordnen-Icon
Zum Ändern der Reihenfolge der Objekte in der Anzeige. Text-Icon zum Erstellen von Text. Legenden-Icon für das Generieren von Legenden. Rahmen-Icon zum Einfügen von Rahmen. Haus-Icon zum Einfügen von Fenstern, Türen und Wandöffnungen. Symbol-Icon zum Platzieren von Symbolen. Buch-Icon zum Einfügen von grafischen Objekten, wie zum Beispiel Bäumen. Bilder-Icon für den Upload von Bildern, wie zum Beispiel Logos. Nordpfeil-Icon zum Einfügen eines Nordpfeils. Raster-Icon zum Ein- und Ausblenden des Rasters. Linien-Icon zum Erstellen von Linien in unterschiedlichen Varianten. Rechteck-Icon zum Erstellen von Rechtecken bzw. Quadraten. Kreis-Icon zum Erstellen von Kreisen. Kreisbogen-Icon zum Erstellen von Kreisbögen.